Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade mit dem Nico am Start, am Hochtreten und wir machen heute eine kleine Hometrail-Lab, checken ein paar Hometrails mal wieder ab. Da waren wir gestern schon unterwegs und da hat es schon richtig Laune gemacht. Heute soll es im Wald eigentlich ein bisschen trockener sein. Gestern ist Tau von den Bäumen runtergekommen und deshalb war es da ein bisschen nasser. Und genau, komm, lass diesmal hier hochfahren. Okay. Ja, wir fahren eine andere Route hoch, dann kann ich mein Intro hier fertig machen. Okay. Ja, gestern war es ziemlich kalt im Wald, gestern früh. Da waren die Bäume alle gefroren und deshalb hat es runtergetropft auf die Blätter und war dann halt nass. Ich denke, heute ist es nicht so schlimm, obwohl es heute Nacht 3 Grad minus hatte. Deshalb ist es auch ultra kalt, aber heute geht es eigentlich im Vergleich zu gestern, finde ich. Genau, wir checken ein paar Trails aus. Ich sag nicht, wo das ist, weil es halt Hometrails sind. Aber die Leute, die es kennen, die kennen es einfach. Aber schreibt bitte nicht in die Kommentare oder fragt in den Kommentaren, wo das ist oder so. Die Leute, die wissen, wo es ist, ist ja okay, aber genau, einfach nicht nachfragen. Ihr wisst, ihr wollt bei euren Hometrails auch, dass die stehen bleiben und deshalb, genau, einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber ich denke, für euch gibt es ein paar coole Shots mit der GoPro und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Ich denke auch ein bisschen Street Action oder sowas wird bestimmt auch dabei sein. Vielleicht filme ich auch mal ein bisschen was von außen, mal gucken. Und ja, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt's und genug gelabert, let's go. Der erste Trail, weil ihr direkt nur schaut. So, Test machen wir das bei euch. Ihr wollt es ja. Aber im letzten Video hat es euch relativ gut gefallen. Das ist der Trail hier. Ach, das ist gar nicht. Juhu! Der Nico vor mir. Schön enge Kurven, enge Rush. Oh, fuck! Ein riesiger Hacker flattert schon. Richtig krank. Ja, gerade. Oh, Pedal geschliffen. Wo wärst du lang? Oh. Ich bin direkt, wow! Ah, Junge! Jo. Oh, Alter. Ah, da liegt der nächste. Alles gut?
Let's go, boys! Woo! Kamera checken ist. Oh, Alter! Junge! Jo Leute, wir fahren gerade Richtung Heimat. Ihr seht da hinten vielleicht. Die Sonne ist schon eigentlich untergegangen, kann man sagen. Nutzen gerade das restliche Licht zum Heimfahren. Hat mega Laune gemacht heute. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob es für ein Video reicht. Kann schon gut sein. Dann war es das jetzt für heute. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wenn nicht, geht es halt noch so weiter. Mit irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen bis jetzt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder gleich bei ein paar Shots. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Jo Leute, ich melde mich nochmal von daheim. Und zwar habe ich in den letzten Tagen, das letzte sogar heute, zwei Pakete bekommen. Eins davon habe ich schon aufgemacht. Das zweite will ich einfach mit euch zusammen mal aufmachen. Und da mal reinschauen, was da so Spannendes drin ist. Aber zuerst mal zu dem, das ich schon aufgemacht habe. Das hat mich relativ unerwartet eigentlich erreicht. Davon wusste ich zuerst gar nichts, aber trotzdem ziemlich cool gemacht. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und zwar der Karton hier. Ich mache euch da auch mal eine Aufnahme mit der GoPro. So sieht es aus, wenn ich den Karton aufmache. Und ihr seht schon, da ist so komisches Strohgedöns drin. Wenn wir das jetzt mal genauer anschauen und in dem Stroh hier drin mal ein bisschen wühlen, dann finden wir zuerst mal ein F100 Bio-Kettenöl. Richtig geil, haben sie mir zugeschickt zum Testen. Das neue Kettenöl von F100. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die ganzen Zertifizierungen von dem Kettenöl durchlesen, was es alles erfüllt. Auf jeden Fall über 90% aus nachwachsenden Rohstoffen und leicht biologisch abbaubar nach Norm OECD 301F. Was das jetzt genau bedeutet, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Wen das genau interessiert, kann das auf jeden Fall mal nachschauen. Aber ich finde es richtig cool, Bio-Kettenöl kann man auch draußen oder gerade weil man in der Natur unterwegs ist, finde ich das mega, dass man da einfach ein bisschen auf die Natur, auf die Umgebung achtet. Ich meine, das ist ja auch unser Waldgebiet, sage ich jetzt mal, wo wir immer unterwegs sind. Von daher richtig cool, dass es das jetzt im Bio gibt und natürlich passend auch dazu in der Strohkiste, also auch mit natürlichen Materialien hier verpackt, dass man da kein Verpackungsmaterial braucht, gibt es jetzt auch ganz neu den F100 Kettenreiniger, sage ich schon, Fahrradreiniger. Ich denke, benutzen auch viele von euch einfach Fahrradreiniger zum Fahrrad sauber machen und richtig cool, gibt es auch im Bio, kann man auch das Rad einfach auf der Wiese oder im Garten oder so sauber machen und muss da nicht immer gucken, dass der ganze Dreck irgendwie in die Umwelt fließt. So braucht man sich jetzt
keine Sorgen mehr zu machen. Aus 97% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Also da macht ihr, denke ich, auf keinen Fall was falsch. Und ja, richtig cool. Danke an F100 für die Sachen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, von den F100-Sachen, dann denke ich, guckt mal auf Instagram vorbei. Ich verlinke euch das nochmal, jonas.heidel. Da seht ihr immer mehr von den F100-Sachen auf der F100-Seite. Auch immer wieder Bilder, die ich gemacht habe. Und ja, genau. Ich denke, das war's erstmal jetzt zu den zwei Sachen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich in das zweite Paket rein. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich habe nämlich eine Entscheidung getroffen. Und zwar geht es um das Päckchen hier. Vielleicht könnt ihr es hier schon irgendwie spotten. Ich weiß nicht genau. Aber da steht auf jeden Fall MRC Trading drauf. Und wenn ihr die letzten Videos aufmerksam geguckt habt, dann wisst ihr schon, was da drin ist. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf, das Päckchen, und schauen, was da drin ist. Ich habe es selber noch nicht aufgemacht, das heißt, ich weiß selber noch nicht, wie es da drin aussieht, was da alles dabei ist. Bin ich auch mal ein bisschen gespannt. Oha, das sieht ja schon mal cool aus. Ich mache euch die GoPro mal wieder an. So, was haben wir denn hier alles? Also, wir haben auf jeden Fall mal fette Sticker, MRC Trading, ganz cool eigentlich. Dann MRC Produktneuheiten, okay, brauche ich jetzt auch nicht, meine Rechnung brauche ich auch nicht, auch kein Mensch. Und hier seht ihr schon, das wird cool. So, Verpackung komplett raus hier, auch kein Mensch. Gummibärchen, immer was Wichtiges, was man auf jeden Fall braucht. Essentials hier. Mit dem coolen MRC-Typen da drauf. Keine Ahnung, wer das ist. Leo Cast vielleicht. Keine Ahnung. Und hier haben wir das gute Teil. Große Schachtel weg, nur noch die kleine. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, den Pushdämpfer zu kaufen. Und habe mich dafür entschieden, weil ich es mega cool fand. Hat mir mega Spaß gemacht. Und wir schauen da direkt natürlich rein, wie das Teil hier aussieht. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen auf Instagram gesehen, lauter Verpackungszeug hier, braucht kein Mensch. Alter, sind da viele Aufkleber dabei, krank. Und die schöne Tüte und tada! Wunderschöner Pushdämpfer, Hammerteil. Wird auf jeden Fall wieder ein Krampf, den einzubauen, war beim letzten Mal schon ziemlich tricky. Aber wird auf jeden Fall wieder richtig geil. Ich habe richtig Bock schon drauf, den wieder einzubauen. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich werde gleich runtergehen in die Werkstatt zu meinem Rad und das Teil einbauen. Und ja, ich denke, wir sehen dann in den nächsten Videos mehr davon, vom Pushdämpfer. Mehr dazu seht ihr dann in den nächsten Videos. Aber ja, mega stoked, das Ding jetzt zu haben und das weiter zu fahren in meinem Rad. Also als kleines Update zu meinem Bike-Check. Jetzt habe ich mich entschieden. Ab sofort fahre ich den Push 11.6 und genau, ich würde sagen, das war es auch im Großen und Ganzen von diesem kleinen Unboxing oder wie man das auch immer nennt, von dem Pushdämpfer und von den F100-Sachen. Richtig cool auf jeden Fall. Ich verlinke euch beides in der Videobeschreibung, falls ihr da einfach mal Interesse habt, irgendwie euch zu informieren oder gerade auch an den F100-Sachen Interesse habt. Ich denke, das ist mega cool, mega fortschrittlich einfach. Ich denke, in der heutigen Zeit muss man da einfach dran denken, an unsere Umwelt und die Umwelt zu schützen. Und deshalb finde ich es mega cool, dass es die zwei Sachen hier gibt, jetzt im Bio, und werde das in nächster Zeit auch erstmal ausschließlich benutzen. Bin ein Fan davon, also finde ich richtig gut, richtig coole Aktion, und deshalb unterstütze ich es auch und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal im nächsten Video wieder, und ich hoffe, euch hat es heute gefallen mit der kleinen Home Trail Tour und jetzt noch den zwei Päckchen, die wir ausgepackt haben. Genau, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, Leute, haut rein, ciao.